7 Monate nach Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine kommt er nun auch in Russland an. Er rückt jedenfalls näher an die russischen Familien. Überall im Land verabschieden sich Väter, Brüder, Söhne in die Armee. Und auch wenn es noch Monate dauern wird, bis sie in den Krieg ziehen, für viele aber auch ein Grund, das Land auf dem schnellsten Weg zu verlassen oder zu protestieren. Gebt mir meinen Papa zurück, hört man ein Kind weinen. Im südrussischen Stary Oskol beginnt die Mobilmachung. 300.000 Reservisten sollen eingezogen werden. Auch in Blagoweschensk an der chinesischen Grenze steigen sie in die Busse. Jemand bläst zum Abschied, eine Fanfare. Viele Männer versuchen, das Land zu verlassen, so schnell es geht, bevor der Bescheid kommt. Flüge in Länder wie die Türkei, die für Russen visafrei sind, sind für die nächsten Tage ausgebucht oder kaum bezahlbar. 2 Plätze nach Erivan mit Umweg über Dubai, One-Way für umgerechnet 10.000 Euro. Er hat es nach Istanbul geschafft. Die Mobilmachung ist sehr schlecht. Sie könnte zu vielen Problemen führen für viele russische Bürger. Wenn wir uns der Mobilmachung widersetzen, dann können wir ins Gefängnis kommen. Für 10 Jahre. Lange Schlangen an der Landgrenze nach Georgien. Das sind 5 Kilometer, sagt der Mann, der das Video dreht. Die Leute stehen hier schon fast einen Tag. Auch an der Grenze nach Finnland ist mehr los als sonst. Hier braucht man ein Visum. Viele Russen aus der Grenzregion haben eins. Doch hier warten nicht nur Tagestouristen. I don't say about it. Nur wenige wollen über die Mobilmachung sprechen. In meinem Reisebus habe ich gehört, dass viele die Einberufung bekommen haben. Sie haben also wirklich damit begonnen. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagt, Berichte über einen Ansturm auf Flüge seien völlig übertrieben. Er spricht von Fake-Informationen. Peskows eigener Sohn wurde offenbar bei einem fingierten Telefonat hereingelegt. Ein Mitarbeiter des inhaftierten Kreml-Kritikers Nawalny gibt sich während eines Livestreams als Rekrutierungsbeamter aus. Peskows Sohn solle sich am nächsten Tag beim Amt melden. Der sagt gut hörbar, er werde das auf anderer Ebene klären. In Moskau traf sich die letzte verbliebene Oppositionspartei, Jabloko. Ratlos und auch entsetzt, wie die Politologin Galina Michaljowa, die lange in Bremen gearbeitet hat. Früher gab es mehrere Organisationen von Soldatenmüttern. Die existieren nicht mehr, praktisch. Die machen gar nichts mehr. Und einzelne Frauen irgendwie zu organisieren, ist ja sehr schwierig. Das haben wir gestern in Tschetschenien erlebt. Die Mütter sind auf die Straße gegangen und wurden sofort verhaftet. Protestiert wurde in vielen Orten Russlands. Vom Protest der Mütter in Tschetschenien gibt es keine Bilder. Dafür aber eine Botschaft des Regionalchefs Kadyrov. Die Männer und Söhne der Frauen, die da protestiert hätten, seien an der Front sicher besser aufgehoben, sagt er. Kadyrovs Tschetschenien schickt viele Soldaten in die Ukraine. Er zeigt aus seiner Region gerne solche Bilder. Hunderte melden sich freiwillig zum Dienst. In der Nähe von Kiel begrüße ich die ehemalige Leiterin des strategischen Planungsstabs bei der NATO und heutige Politikberaterin Stefanie Babst. Guten Morgen, Frau Babst. Schönen guten Morgen. Angesichts schwerer Niederlagen im Krieg gegen die Ukraine setzt Russland auf weitere Eskalation. Kreml-Chef Putin lässt in den besetzten Gebieten nun Scheinreferenden durchführen und hat eine Teilmobilmachung der Streitkräfte verkündet. Was genau bedeutet das? Präsident Putin ist natürlich intern, aber auch von außen her unter Druck. Ich bin ziemlich sicher, dass seine chinesischen und indischen Freunde ihm vor einer Woche gesagt haben, versucht das jetzt mal irgendwie zu Ende zu bringen in der Ukraine. Und angesichts der militärischen Teilniederlagen, die die Russen dort bislang erlitten haben, bleibt ihnen jetzt eigentlich nur mehr Manpower in das Schlachtfeld zu werfen, wenn ich das so formulieren darf. Also mehr Personal in die Waagschale zu werfen. Das ist langfristig geplant. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Schritt, der auf die nächsten Wochen und Tage sich fokussieren wird, sondern der Effekt soll natürlich im Frühjahr
einsetzen, wenn die russischen Truppen dann mit ihrer weiteren Frühjahrsoffensive dort beginnen werden. Mehr Manpower also, mehr Quantität. Sind die denn für den militärischen Einsatz nicht eingerostet? Also wie ist die Qualität so? Es gibt ein relativ etabliertes Reservistensystem in Russland und das auch schon viele Jahre, inklusive von sogenannten Training-Centern. Aber das, was wir darüber wissen, ist, dass immer weniger Reservisten in der Vergangenheit eine adäquate Ausbildung, geschweige denn eine Kampfausbildung erhalten haben. Kurzum, die Ausbildung und auch Ausrüstung dieser jetzt einzuberufenden 300.000 Männer wird eine logistische Herausforderung sein. Aber letztendlich darf man auch Fragezeichen daran setzen, inwieweit das die Kampfkraft der russischen Verbände in der Ukraine erhöhen wird. Bisher war der Krieg für die Menschen in Russland ja nur im Fernsehen und da sogar eine Spezialoperation, wie der Krieg genannt wurde. Durch die Teilmobilmachung aber ist sie ja bald in den eigenen vier Wänden. Wie sehr kann das die russische Kampfmoral auch beeinflussen? Die Kampfmoral der russischen Verbände in der Ukraine ist ja ohnehin relativ schlecht. Wir haben immer wieder Informationen und Geschichten davon gehört, dass Soldaten auch relativ Hals über Kopf fliehen oder sich eben sehr kritisch äußern. Ich gehe davon aus, dass wir solche Informationen in den nächsten Wochen und Monaten noch weiter hören werden. Aber man darf nicht vergessen, die Duma hat Anfang der Woche ein Gesetz verabschiedet auf Wunsch von Präsident Putin, das mittlerweile sehr dragonische Strafen für Meuterei und für Fahnenflucht vorsieht. Und auch das wird natürlich einen Effekt haben. Schauen wir auf die Gegenoffensive der Ukrainerinnen und Ukrainer. Wie können Sie denn die Gebiete halten und Ihre Offensive fortsetzen? Die ukrainischen Streitkräfte haben, das dürfen wir auch nicht vergessen, ja durchaus auch nicht geringe personelle und materielle Verluste in den letzten Wochen und Monaten erlitten. Das heißt, auch sie sind in den vergangenen Wochen dabei gewesen, ihre Reihen aufzufüllen, das Material aufzufüllen, die Fähigkeiten, die militärischen Fähigkeiten an die Front zu bringen. Und sie haben entlang einer Frontlinie natürlich immer nur die Wahl. Also sie können nicht auf einer Linie von 1200 Kilometer gegen Offensiven starten, sondern nur punktuell. Ich gehe davon aus, dass wir insbesondere in den nächsten 4-5 Wochen bis Einbruch des Winters Gegenoffensiven im regionalen Maßstab, vor allen Dingen in der Region um Cherson sehen, aber auch weiter im Gebiet Donetsk, weil dort die russischen Truppen in einer relativ schwachen Verteidigungshaltung gegenwärtig stehen. Sie haben die materiellen Verluste genannt. In der Region Kharkiv haben die ukrainischen Soldaten laut dem ukrainischen Generalstab wohl mehr als 200 moderne gepanzerte Fahrzeuge der Russen erbeutet. Kann man dann davon ausgehen, dass Russland vielleicht Schwierigkeiten haben wird, diese Verluste zu kompensieren? Beide Seiten, sowohl die Ukrainer als auch die russischen Streitkräfte, werden sehr, sehr stark versuchen, ihre Versorgungslinien zu schützen. Wenn man ein Gebiet halten will, heißt das, man muss die Truppen, die vorne stehen, ja auch versorgen. Und diese Notwendigkeit ist sowohl für Russland als auch für die Ukraine natürlich ganz zentral. Ergo werden beide Seiten versuchen, eben diese Versorgungslinien, Munitionsdepots, Nachschublinien und Führungsstrukturen ganz besonders ins Visier zu nehmen. Und das wird eben auch für die Ukrainer bedeuten, dass sie eben ihre Versorgungslinien noch besser militärisch schützen müssen, als sie das in den vergangenen Tagen und Wochen gemacht haben. Wie wäre Ihre persönliche Einschätzung? Halten Sie auch eine Generalmobilmachung in Russland für möglich? Präsident Putin hat ja in den vergangenen Monaten bewusst davor zurückgescheut, den Krieg in größere Teile der Gesellschaft zu tragen, insbesondere in die urbanen Zentren, also Moskau und St. Petersburg. Sollte eine Generalmobilmachung notwendig sein, würde das in der Tat nochmal eine komplett andere Qualität sein und natürlich für ihn innenpolitisch viel, viel schwerer durchzuführen sein, durchzuhalten sein, als jetzt diese Teilmobilmachung. Wir sind, das sage ich ja immer wieder, noch relativ am Anfang eines militärischen längeren Konfliktes. Und das wird eine Karte sein, die er sich sicherlich für einen späteren Zeitpunkt noch einmal offen hält.
Ausschließen würde ich da überhaupt gar nichts, weil Präsident Putin selbstverständlich an seinem strategischen Ziel, die Unterwerfung der Ukraine wirklich hinzubekommen, festhalten muss, also aus seiner Sicht festhalten muss. Also wird er seine militärischen Optionen immer wieder genau überprüfen und anpassen. Wie schauen Sie dann, Frau Babst, auf den weiteren Kriegsverlauf? Gibt es Hoffnung auf Frieden für die Ukraine? Ich bin sicher, dass wir eines Tages eine Ukraine sehen werden, die Teil unserer demokratischen Familie ist. Ich hoffe sehr, dass die Ukraine Teil der EU wird, dass sie Mitglied der NATO wird. Aber all das ist, das muss man realistisch sagen, gegenwärtig noch Zukunftsmusik. Ich gehe davon aus, dass der weitere Kriegsverlauf sich noch über einen längeren Zeitraum hinziehen wird. Über die Wintermonate wird das sicherlich ein bisschen eingeschränkter sein. Aber die Russen werden nicht freiwillig die Ukraine verlassen. Also bleibt der Ukraine wirklich nur übrig, mit unserer Hilfe längerfristig zu planen. Und das ist die eigentliche Botschaft, die von der Teilmobilmachung Russlands ausgeht für uns. Wir müssen der Ukraine wirklich längerfristig in koordinierter und nachhaltiger Weise helfen. Sagt die ehemalige Leiterin des strategischen Planungsstabs bei der NATO, Frau Babst. Danke für Ihre Einschätzung und für das Gespräch. Aber doch sehr gerne. Ihnen einen schönen Tag.